Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Elektriker-Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir einen Staubsaugerroboter repariert. Den schicken wir jetzt zurück zum Kunden. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Entferne die Leuchten. Nee, an den Kopfhörer bauen wir nicht nochmal rum. Es tut mir so leid, die Leuchten sind so stark, dass sie mich sehr blenden. Ich brauche Hilfe mit den Lampen. Sie leuchten alle so hell. Ich will, dass es aufhört. Die Leuchten im Flur. Was? Okay. Die Leuchten im Flur haben Glühbirnen. Aber ich kann sie nicht herausnehmen. Sie sind heiß. Ich mag die Lampen nicht. Bitte ignoriere die seltsame Verzierung. Es sind Familienerbstücke aus meiner Heimat aus Rumänien. Okay. Empfohlene Ersatzteile. Ne, wir haben ja jetzt so ein Ding, ne? So. Wir werden die Leuchten los. Wir werden ja wohl jetzt nicht für jede Aufgabe einen neuen Stufenträger kaufen müssen. So. Denk dran. Stecke deine Finger nicht in die Steckdose. Wie auch immer das gehen soll. Okay, werde die Leuchten los. Entferne die Glühbirnen in den Korridoren. Zerstöre die Schalter in allen Räumen. Was? Okay. Gut. Kann ich hier ein bisschen nichts mehr verkaufen. Oh, das ist aber praktisch so eine Mission, weil diese Glühbirnen, die wir hier entfernen, die können wir ja bestimmt in einer Mission dann wieder einsetzen, weil sie ja noch... Du, bist ja noch gut. So. Ne? Ich hätte vielleicht... Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Was für eine komische Mission. Okay, die soll man lassen. Ready to arm. Okay. I have no idea where this leads to. But I'm very gespannt. Wir haben es gleich, Leute. Es kann sich nur noch um spannende weitere 10 Sekunden handeln. So. Zerstöre die Schalter in allen Räumen. Okay. In allen. Verstehe. Verstehe. Wir sollten übrigens schnell gehen. Mir gefällt es hier nicht. Jetzt hätte ich fast wieder ein Gewicht gekriegt. Jetzt mal eine Sicherungskasten finden. Wo ist der Sicherungskasten, bitte? Danke. Hallo, kleiner Sicherungskasten. Gut, wir können ja mit dem Dingsprüfer kommen. Di 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 di. Das ist nicht. Ha! Erwischt. Ist das eine zweite? Nee, der Hauptschutzschalter ist raus, ne? Gut. Den müssen wir nicht zerstören. Gut. Müssen wir auch noch rausfinden, in welchen... welche Räume hier zu alle Räume gehören. Okay, dieser Raum gehört zu alle Räume. Gut.
einmal. Hier war, wie gesagt, zu. Da ist auch zu. Dann sind die restlichen Räume wahrscheinlich hier oben. Mieten in Transsilvanien. Oh, wie cool! Ah, das ist ja witzig. Oh boy. So. Ja gut, man muss auch immer so ein bisschen neue Ideen haben. Wenn man, ne? Zwei. Zwei fantastische Schalter. Ah, 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 ah. So. Und mal den hier. So, einen noch. Ich finde das witzig. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Eine Abstellkammer. Okay. Der hier. Ist es nicht. Ist es nicht. Den haben wir schon kaputt gemacht. Wie es aussieht. Ist es denn jener, welcher hier in der Garage ist? Nee. Ja gut, welcher ist es denn dann? Also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich kann dann damit nicht weiter interagieren, ne? Das geht nicht. Ne, seht ihr hier, der ist ausgegraut. Also das sagt mit... Oh nein. Oh oh. So, den haben wir. Den haben wir. Wo soll denn der sein? Habt ihr eine Idee? Wie in Fallout, ne? Erstmal alles looten. Wo soll denn jetzt der letzte Schalter sein? Also der ist kaputt. Gehen wir systematisch durch. Unten haben wir eins. Eins Raum. Und die anderen Schalter können wir nicht... Küchenschalter? Irgendwas? Aber hier ist ja keiner, ne? Doch, hier. Auch nicht. Auch nicht. Und wir auch nicht. Dann hier in der Garage haben wir den nur. Können wir auch nicht. So, also ein Raum und Garage zählt nicht als Raum. Zwei, drei, wir haben einen Raum noch nicht. Bei denen haben wir. Und hier sind ja nie. Ah. Ah. Okay, I see. I see, I see, I see. So. Raus damit. Und dann machen wir es kaputt. Ja, ah, ah. Fetch. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Tschüss. Eieieiei. Gruselig. Schalte immer die Sicherung raus. Ja, natürlich. Es tut mir so leid. Hoffentlich kriegen wir da richtig Geld für. Wir haben auch die Lampen als Belohnung bekommen, wenn wir ehrlich sind. 82, okay. Abschlussprüfung. Installationen. Es wird Zeit für dein Abschlusszeugnis. Und ja, wir sind auch traurig, dass es schon zu Ende ist. Heute lernst du, wie du Gegenstände in deiner Umgebung platzieren kannst. Vor allem an Wänden und Decken.
Wähle einfach den gewünschten Gegenstand aus und platziere ihn an einer Wand. Vergiss nicht, dass du sowohl Steckdosen als auch Schalter an Stromkästen anbringen kannst. Viel Spaß in der virtuellen Umgebung vom Elektriker-Simulator. Alter, wer möchte denn da wohnen? Es wird Zeit für dein Abschlusszeugnis. Heute sollst du das Platzieren von Gegenständen lernen. Wähle einfach einen Gegenstand. Realmenü. Messwerkzeug. Denk daran, zum Verschieben von Gegenständen. Okay. Aufgabe. Setz die Sicherung in den Kasten ein. Aha. Wir müssen uns dagegen. Ach, du lieber Gott. Sicherung. Hier. Zack. Einsetzen. Wie geht denn das? Das stand jetzt nicht in der Erklärung, ne? Nicht, dass es wieder heißt, hier der Gardo hat das alles übersprungen. Das stand nicht drin. Ah. Sicherung? Okay, Sicherung. Nicht Sicherungen. Gut, dann Sicherung. Nf. Platziere die Verteilerkästen an den Wänden. Verteilerkästen. Die sollen dann wahrscheinlich hier hin, ne? Das ist das Einzige, was jetzt hier an den Wänden ist. Verteilerkästen werden unter eine Steckdose oder einen Schalter platziert. So, jetzt haben wir natürlich... Ja, das habe ich schon gedacht. Das heißt, wir können jetzt... verschieben. Damit das hier auch in der Flucht ist, weil sonst kriegen hier alle Leute, die einen inneren Monk haben, die kriegen Zustände. So, platziere einen Schalter... einen einzelnen. Einmal einen Schalter, einmal eine Steckdose. Dann nehmen wir den Schalter hier, weil hier ja die Lampen sind. Und die Steckdose hier. Perfekt. Ach so, das Spiel hätte es aber gerne andersrum. Na gut, dann eben andersrum. So, Schalter. Steckdose. Perfekt. Platziere die Lampen an der Decke. Deckenleuchte klassisch lang. Ja, liebe Leute, ich habe auch klassisch lang. Was? So, da machen wir das mal in der Flucht mit dem Kabel da hinten. Trotzdem irgendwie in dem Feld drin. So. Das sieht fantastisch aus. Schließe die Deckenlampen an der Hausverkabelung. Was ist eigentlich mit diesem Schalter los? Wer hat den denn eingebracht? Wie kann ich den denn... Kann ich den irgendwie... Gegenstand. So. Deckenlampe, Hauptstromversorgung. Oh, Kabel. Dann hinterher auch noch die Birne mit Ü. Ganz wichtig mit Ü. Dann gehen wir mal auf den Chalet-Modus und machen das. So. Und jetzt. Ja, wir haben ja nur eine Sicherung. Dann ist das sicher so gewollt. Dass wir das so machen. Dann von hier.
da. Und dann zu den Lampen. Dann machen wir mal. Wo ist denn? Ach, das ist ja falsch, ne? Vergiss es. Nee, ist nicht falsch. Schließe die Deckenlampen an die Hauptstromversorgung an. Der muss doch hier an den Schalter ran. Oder nicht? Hä? Warte mal. Wieso? Ah, Eingang und Ausgang. Ah, I see. Hier ist der Eingang. Ha, verstehe. Der Winkel zwischen den Kabeln ist zu klein, okay. So. Schließe die Deckenlampen. Muss da irgendwie noch so Strom hin? Nee, ne? Da kommt ja nochmal was versteckt. Also ist das den Leitungen, die wir jetzt gelegt haben. Oder mich da verwirrt. Schließe die Deckenlampen an die Hauptstromversorgung. Platziere die Lampe, Stehlampe hoch. Schalte die Lampen ein. So, da müssen wir jetzt erstmal die Lampe nehmen. Und platzieren. Gabel. Nee. Die Steckdose ist ja noch gar nicht aufgelegt, ne? Oder die ist schon aufgelegt. Ich hab schon ganz durcheinander hier. Was ist denn da los? So, da haben wir es wieder. Gelb. Dann erstmal losmachen. Gelb war Mitte. Blau war da. Und braun war rechts. So. Und jetzt. Den. Nein. Achso, ja, die Deckenlampen, Leute. Da habe ich irgendwie einen Funfact für euch. Da noch Birnen reinsetzen. Ist ein bisschen aufwendig, ne? Dass man erst in das andere Menü reinsetzt, aber gut. Einfach nur, um diese Birne da reinzumachen. Oh ja. So. Ich glaube, wir haben's. Oh. Ich glaube, da fehlt was. Oh, muss man die Lampen selber auch noch anschließen? Nee. Hier kommt gar kein Strom raus. Da ist was nicht richtig angeschlossen. Ach, wir haben, glaube ich, den Lichtschalter nach oben nicht angeschlossen, ne? Ja.
I see. Das Kabel von oben runter über... Wir haben hier noch gar nichts angeschlossen. I see. Fantastisch. So, warte mal. So. Aber jetzt. Ja, damit haben wir's. Gehen wir wieder zurück aus der virtuellen Umgebung in unser Büro. Und da sehen wir's. Elektrogada Certificate of Competition. Wunderbar. Ja Mensch, also das ist krass, ne? Was man da alles so in der kurzen Zeit dann vergisst, was man da noch machen muss, ne? Also mal die ganzen Schalter anschließen, nicht nur die Kabel verlegen. Haben wir gekriegt. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne noch eine Sache testen. Weil ansonsten glaube ich, dass wir dann... Ja. Ich glaube so ein bisschen, dass wir dann alles gesehen haben, was man im Spiel machen kann. Und das sollte ja eigentlich auch nur eingespielt sein. Wenn du das nicht so siehst, dann sag gerne Bescheid in die Kommentare. Wir haben hier so einen Sonderverkauf. Also wir packen das mal in den Warenkorb. Wir sollen ja auch im Haus ein bisschen experimentieren. Aber ich glaube, das war es dann schon, ne? Wenn man ehrlich ist. Aber da kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen Missionen. Ich meine, das ist schon witzig gemacht, ne? Also was die Leute da für Probleme haben. Das muss man schon sagen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. So, wie geht das jetzt? Zack. Ja. Alright. Ja, Leute, ich glaube, man kann sagen, das war ein schöner Einblick in dieses Spiel. Ein weiterer Simulator also auf dem Markt. Wenn ihr persönlich also Elektriker werden wollt und da euch schon mal vorbilden wollt, ich bin sicher, ihr lernt hier perfekt, wie das alles funktioniert. Könnt euch hier noch euer Häuschen einrichten. Ich finde es ein bisschen schade, dass man dann hier nicht irgendwie noch rausgehen kann oder sich da so ein paar Sachen angucken kann. Aber ja, ein interessantes Spiel. Es gibt sehr viele kleine Details. Vor allem in den Quest-Texten finde ich das ganz toll. Da könnt ihr da wahrscheinlich noch sehr viele liebevolle weitere Sachen entdecken. Und ich bin gespannt, ob das Spiel noch weiterentwickelt wird, ob da noch weitere Sachen hinzugefügt werden. Ansonsten würde ich sagen, war es das für unseren ersten Blick hier in den Elektriker-Simulator. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das seht. Und ich sage, besten Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt in meinem Kanal, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.